Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei Bildungswerk Live. Mein Name ist Claudia Klären aus dem Beratungszentrum in Trier und ich freue mich heute, Megan als Gast zu haben, Megan Vallée. Und ja, es ist ein neues Jahr, frohes neues Jahr auch noch hier von meiner Seite und Thema wird auch sein Ausrichtung für das Jahr 2024. Und ich bin ganz gespannt, was Megan uns heute darbieten wird. Hallo Megan, schön, dass du da bist. Ja, hallo Claudia. Vielen Dank für die Einladung und dass ich auch da sein darf. Hallo auch zusammen. Genau, auch von mir ein gutes, erfüllendes und nährendes neues Jahr. Und ja, schön, dass ihr dabei seid. Und bevor wir einfach uns da einfach ein paar Gedanken machen und selbst reflektieren, wie wir in das neue Jahr starten wollen, mag ich euch gerne erstmal einladen, ja, ein paar tiefen Atemzüge zu nehmen, einfach ganz bewusst tief ein und aus, um da einfach bewusst zu landen, wo wir jetzt gerade sind. Das heißt jetzt gerade in der Bildungswerksendung und wo auch immer du gerade kommst. Ja, es ist immer schön, sich einfach Zeit zu nehmen für das, was jetzt gerade dran ist. Genau. Und vielleicht magst du auch ganz bewusst dabei deine Schultern nach oben anziehen beim Einatmen und beim Ausatmen einfach die Schultern nach unten entspannen. Und das kannst du einfach in deinem Rhythmus machen. Vielleicht magst du auch die Augen dabei schließen, einatmen, nach oben anziehen und ausatmen nach unten. Und dann nochmal nach einatmen nach oben und ausatmen nach unten. Dann kannst du gerne noch zweimal einfach in deinem Rhythmus machen. Ja, genau. Und wie Claudia das schon gesagt hat, wir sind in ein neues Jahr schon gestartet. Und wie auch immer du dein Jahr angefangen hast, vielleicht warst du jetzt noch in Urlaub, vielleicht warst du noch in deiner Familie unterwegs oder vielleicht hast du schon ein bisschen früher angefangen zu arbeiten und müssten dann direkt wieder losstarten. Oder vielleicht hast du jetzt irgendwie noch Urlaub und Raum und Zeit und ja, wie auch immer du da angefangen hast. Ja, bevor wir uns so ganz bewusst auf das neue Jahr ausrichten, mag ich euch gerne einfach einladen, dass wir gemeinsam aufstehen und dass wir erstmal nochmal kurz schauen, gibt es vielleicht noch was vom letzten Jahr, etwas, was du gerne noch loslassen möchtest. Und das werden wir einfach auch so bildlich machen, auch physisch mit unserem Körper, indem wir uns ausschütteln werden. Und die Anleitung ist dabei, du musst nicht an was Besonderes denken. Vielleicht fällt dir gleich direkt was ein, wo du sagst, boah, das habe ich erlebt und das war nicht so schön oder nicht so angenehm und ich wünsche mir, dass es anders ist für dieses Jahr. Genau, aber vielleicht kommt gerade nichts einfach in deine Gedanken hoch, was du da vielleicht gerne loslassen möchtest. Und da kannst du einfach dein System vertrauen, dass es dieses Schütteln einfach nutzt für das, was ihm jetzt gerade gut tun kann. Genau, da mag ich dich gerne einfach einladen. Du kannst einfach aufstehen und beim Schütteln, es gibt keine Regeln, also ihr seid ja auch alle stumm und ihr dürft dabei auch laut sein, laut seufzen oder vielleicht auch mal tönen, manchmal kommen Töne dabei und es gibt keine Regel. Also du kannst gucken, ob du das einfach nur mit ein paar Körperteilen machen möchtest oder einfach, ob du den ganzen Körper durchgehst und rein theoretisch geht das auch im Sitzen. Also das wäre so eine Art von, du schüttelst dich einfach frei, du kannst deine Hände, die Hände sind super gut zum Schütteln, einfach so viel loslassen und das machen wir einfach nur so 2-3 Minuten. Genau, und die Einladung dabei ist, dass du einfach ganz bewusst atmest und laut seufzen ist halt einfach auch sehr, sehr günstig bei der Sache. Genau, und ich mache einfach so ein bisschen vor, wie ich das mache und immer wieder mache.
Genau, und ich habe es gerne, dass ich erstmal auch meine Körper machen lasse. Das heißt, wenn du aufstehst, du kannst erstmal wie so ein bisschen wippen und einfach ein bisschen hin und her. Du kannst dich auch einfach die Schulter nach vorne und nach hinten bewegen und einfach deinen Körper machen lassen. Und jetzt einfach nur mit der Intention und mit der Haltung von, okay, ich lasse einfach los, was ich jetzt gerade nicht mehr brauche für das neue Jahr. Vielleicht gibt es auch dieses Jahr etwas, was ich erlebt habe, wo ich sage, oh, das brauche ich eigentlich jetzt nicht mitzunehmen weiterhin. Genau. Und wie auch immer, wie bewusst du das machst, vertraue einfach deinem Körper, dass er das auch macht, so wie er das gebrauchen kann. Genau, und dieses Schütteln, das kennen wir halt einfach von den Tieren, für die die Tiere haben. Die machen das so auf so eine ganz natürliche Weise, wenn sie dann eine Stresssituation haben, eine Begegnung vom Hund mit Hund und dann merken, boah, das war jetzt stressig, boah, dann schütteln sie sich einmal durch. Die Katze machen das auch und auch die Pferde. Es ist einfach eine Möglichkeit, so physisch Stress abzubauen. Genau, und man kann das so für ein paar Minuten machen, man kann das auch 10 Minuten machen und das ist einfach eine Möglichkeit, so nochmal im Hier und Jetzt zu landen, in seinem Körper. Genau. Und du kannst einfach schauen, ob du da ein bisschen schneller werden möchtest. Und einfach ganz bewusst ausschütten. Oh. Und ein bisschen lauter sein, das ist auch gut. Da informierst du dein System, genau, dass es auch das abbauen darf, den Stress oder vielleicht etwas, was nicht so angenehm war. Genau, da kannst du auch die Beine mal so einzeln. Und zwar die Arme. Und dann war nur noch ein paar Sekunden. Genau. Genau, und dann kannst du die Bewegung einfach langsamer werden lassen. Und ganz bewusst, ganz tief, laut seufzen, einmal ganz zur Ruhe zu kommen, einmal stehen bleiben. Genau. Und dann gerne, wenn du stehst, noch ein paar Sekunden stehen bleiben. Und jetzt mal ganz bewusst wahrnehmen, wie du dich jetzt gerade fühlst. Vielleicht nimmst du wahr, dass dein Herzschlag ein bisschen schneller geworden ist, dass dein Herz ein bisschen schneller schlägt und jetzt so wieder langsam zu seinem Ruhe Puls kommt. Das können wir auch gerne noch im Stehen machen, wenn du gerade auch stehst, dass du so jetzt so ganz bewusst deine Füße auf dem Boden spürst, wie du da stehst. So, den Kontakt mit der Erde unter dir. So ganz bewusst wahrnehmen, ah, ich stehe jetzt hier. Ich spüre den Kontakt mit dem Boden, mit der Erde unter meine Füße. Und auch so diese, ah, genau, und jetzt stehe ich hier. Ich stehe jetzt im Jahr 2024. Ah, genau, vielleicht ist auch so, wie bei mir gerade so ein Impuls, mich noch auszustrecken, auszudehnen. Ah ja, genau, ich bin ins neue Jahr gelandet, da vielleicht was gerade losgelassen. Und dann kannst du einfach mit deiner Aufmerksamkeit von deinen Füßen über deine Unterschenkel, deine Wade zu deinen Knie, von deinen Knie deine Oberschenkel, die Hinterseite, die Hinterschenkel hoch bis zu deiner Hüfte. Genau, und wenn du gerade bei dir bist, du darfst auch gerne dabei die Augen schließen und einfach mal da mit deiner Aufmerksamkeit jetzt mal bei deiner Hüfte sein, ganz bewusst deine Körpermitte spüren.
Genau, und darfst auch deine Hüfte ein bisschen nach links und rechts bewegen. Nochmal, das hilft auch nochmal so ganz bewusst nochmal der Körpermitte, die Körpermitte zu spüren. Und von der Körpermitte aus kannst du dann auch über deine Wirbelsäule dich auch nochmal ganz bewusst ausrichten und auch nach vorne über deinen Bauch, durch alle Organe, bis zu deinem Brustmuskel. Genau, da bist du auch gerne eingeladen, einfach mal die Schulter ganz bewusst zusammen nach hinten zu rücken, um da wirklich so platt zu machen. Wie so, ah, okay, da öffne ich mich auch, so dass es diese bewusste Bewegung, wie physisch das auch einzuladen, dass du dich öffnest für das, was das Jahr auch mit sich bringt und für das, was das Jahr auch mit sich bringen wird. Genau, und vielleicht magst du auch da noch bewusst ein paar tiefen Atemzüge nehmen, laut seufzen, Schulterblätter zusammen nach hinten rücken. Genau, und da so wirklich Platz machen wie, ah ja, ich öffne mich auch so ganz bewusst. Wenn das für dich stimmt, kannst du auch so wie ich die Bewegung machen, die Arme öffnen. Ich heiße das neue Jahr willkommen. Genau, und da so richtig ausgerichtet von deiner Körpermitte über deinen Rücken, über deine vordere Seite vom Körper bis zu deinen Schultern. Dann kannst du auch noch deinen Kopf ganz bewusst ausrichten. Du kannst dir vorstellen, dass du eine Faden hast über deinen Kopf, was dich so Richtung Decke zieht. Genau, da einfach so ganz bewusst nochmal in diese Streckung gehen, von deinen Füßen bis zu deinem Kopf. Genau, und wahrnehmen, wie geht es dir jetzt gerade, wenn du genau in diese Ausrichtung bist? Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht bist du jetzt ganz besonders ausgerichtet, aber genau das ist die Idee, dass du das genau in deinem Körper einlädst von, ich bin jetzt gerade da, ich stehe im Jahr 2024 und so lade so herzlich das neue Jahr willkommen. Genau, und dann kannst du gerne noch für einen Moment die Augen schließen. Mal tief durchatmen und einfach mal spüren, wie geht es dir jetzt gerade damit? Genau, und du kannst einfach jetzt schauen, ob du da im Stehen bleiben möchtest. Ich werde jetzt noch mal meinen Sitzplatz einnehmen. Genau, und die Idee ist wirklich so in diese Haltung drin zu bleiben von, ich bin ausgerichtet und ich habe Lust auf dieses Jahr. Ich habe Lust, dieses Jahr jetzt ganz bewusst herzlich einzuladen. Genau. Ja, und du kannst halt einfach schauen, es gibt vielleicht ich mag dir gerne einfach ein paar Gedanken und ein paar Ideen und vielleicht Reflexionsfragen mitgeben. Ja, wie du das neue Jahr einfach angehen kannst. Und da wäre auch einfach mal die Einladung zu schauen. Vielleicht gibt es etwas, was du schon letztes Jahr erlebt hast, oder in deinem Alltag eingefügt hast, wo du gemerkt hast, boah, das tut mir richtig gut. Vielleicht eine neue Gewohnheit. Vielleicht hast du ein neues Ritual eingefügt oder vielleicht machst du Sport oder vielleicht triffst du dich mit Freunden regelmäßig oder vielleicht hast du bei dir in der Familie irgendwelche, ja, Gewohnheit eingefügt, wo du merkst, es tut dir gut. Und genau, falls es sowas gibt von letztem Jahr, wo du sagst, das war richtig cool und du hast Lust, das ins neue Jahr nochmal mitzunehmen und weiter, also fortzuführen, dann wäre die Einladung, dass du dich gerne auf sowas konzentrierst. Ja, und vielleicht ist da von letztem Jahr erstmal nichts, was dir einfällt und du kannst immer vertrauen, dass
das sich zeigt, was einfach gerade wichtig ist. Genau. Und es ist halt so, wir wissen ja nicht, was dieses Jahr mit sich alles bringen wird. Das Einzige, was wir in die Hände haben, was wir selber mit beeinflussen können, ist unsere Haltung. Unsere Haltung, wie wir in dieses neue Jahr starten und auch unsere Haltung, wie wir das angehen möchten. Und genau, vielleicht gibt es was vom letzten Jahr, was unbedingt mitgehen möchte und mitverfolgen möchte, weil es dir gut tut und weil es dich vielleicht nährt oder erfüllt. Dann die bewusste Einladung, das mitzunehmen. Genau, und falls dir dazu nichts besonders einfällt, ist einfach die Einladung, dass du gerne einfach die Augen schließt. Genau, wie so eine, kommst einmal mal kurz in deinem Inneren. Und kannst auch da dich die Frage stellen, gibt es vielleicht eine Qualität, die du in dieses Jahr einladen möchtest? Gibt es etwas, eine neue Gewohnheit, wo du sagst, boah, eigentlich weiß ich, dass ich super gerne zeichne oder wandere oder mich mit Freunden treffe, zum Austausch oder im Wald unterwegs bin oder was auch immer? Du kannst einfach vertrauen, dass ich, wenn sich da was zeigt, das ist einfach oft ein Zeichen von, ah, das wäre eine Idee, was ich da mitnehmen kann. Ja, oder vielleicht gibt es eine Gedanke oder eine Affirmation, die dich inspiriert. Zum Beispiel, ich ernähre mich gesund. Ich bewege mich mit Freude. Ich gebe mit Freude. Ich achte auf meine Mitmenschen. Ich erde mich. Ich atme tief ein und aus. Ich öffne mich für das Neue. Genau, und genau so in diese Art kannst du schauen, ob sich bei dir was zeigt. Genau, und so Affirmationen, so kleine Mantras können auch sehr hilfreich sein im Alltag, wenn man sich das irgendwo aufschreibt und einfach irgendwo aufklebt, wo man da immer wieder vorbeigeht als kleine Erinnerung. Genau, und was auch immer du sich bei dir jetzt gerade gezeigt hat, vielleicht ist es auch so, was ich mache öfters Pause. Ich schenke mir Ruhe. Ich nehme Zeit mit Menschen, die mich inspirieren. Genau, und was auch immer sich bei dir zeigt, kannst du das auch gerne gerade aufschreiben. Und falls jetzt noch nichts da ist und sich noch nichts gezeigt hat, dann ist es einfach diese Einladung, in den nächsten Tagen mit dieser Frage zu gehen. Was möchte das Leben von mir für das neue Jahr? Was möchte ich einladen, was mir gut tut? Genau, wie kann ich gut für mich sorgen? Genau, und auch einfach in Vertrauen zu sein. Manchmal zeigen sich die Sache direkt und manchmal brauchen sie einfach ein bisschen Zeit, damit sie merken, ah, ich bin wirklich willkommen, ich darf mich jetzt wirklich zeigen. Genau, da fragt uns manchmal das Leben, ob wir das wirklich ernst meinen und lasst uns einfach ein bisschen in die Warteschleife zu gucken, ob wir dranbleiben. Genau. Ja, und was auch immer sich zeigt, du kannst das einfach als Geschenk mitnehmen.
für heute, für die nächsten Tage. Bei mir kam vor ein paar Tagen, zart und geborgen, lasse ich mich vom Leben tragen. Und das war so ein Bild da, dass ich so auf einer Wolke lag und mich einfach da so mit der Wolke, in Wolke, so mich reinkuscheln konnte. Und dass ich einfach so mit dem Leben gehen durfte. Und ich merke, das ist einfach so eine Haltung, die ich gern haben möchte. Und in mir drin spüre ich, dass das nicht alles ist. Und ich weiß, dass es vielleicht für eine Zeit lang so eine Haltung ist, mit der ich gehen möchte. Genau, und vielleicht darf ich mich auch immer wieder daran erinnern. Und ja, vielleicht magst du dich immer wieder fragen und immer wieder hinterfragen, was ist jetzt gerade wichtig für mich und was könnte ich jetzt gerade gut gebrauchen zum Weitermachen. Genau, das darf sich verändern auch im Laufe der Zeit, im Laufe dieses Jahres. Genau, aber mit so einer besonderen Haltung bewusst unterwegs zu sein, kann es uns einfach unterstützen, dass wir auch genau die Dinge zu uns anziehen, die wir uns auch wirklich wünschen. Ja, und dann ist es hilfreich, wenn wir uns schon mal Gedanken darüber gemacht haben, was wir uns dann wirklich wünschen und ja, welche Haltung ist uns für jetzt, für die kommende Zeit einfach wichtig. Genau. Und dann kannst du halt schauen, ob es vielleicht auch noch eine Bewegung gibt, die du damit auch noch ankern kannst. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich wünsche mir für dieses Jahr mehr Leichtigkeit, könntest du einfach schauen, okay, was gäbe es für eine kleine Bewegung, was diese Leichtigkeit in sich trägt. Was mir dazu spontan einfällt, wäre zum Beispiel ein Feder. Und dann könnte ich einfach wie so eine kleine Handbewegung machen, wie so eine Feder. Genau, und das könnte auch sowas sein, wo ich sage, ah ja, genau, ich wünsche mir Leichtigkeit oder ich lade Leichtigkeit in meinem Leben ein. Und dass ich das so, wenn ich diese Bewegung mache, dass ich das wie so mal in mein System und in mein Feld nochmal ganz bewusst einlade. Genau. Oder die Affirmation, die bei mir kam, so diese zart und geborgen, lasse ich mich vom Leben tragen. Ich habe jetzt gerade das Bild von in diesem Wolken zu liegen, dann würde ich vielleicht so eine Bewegung machen. Genau, und dann immer wieder, wenn ich diese Bewegung mache, dann verbinde ich mich halt auch mit dieser Affirmation und mit dieser Haltung, in der ich unterwegs sein möchte. Genau, oder wenn ich sage, ich öffne mich für was Neues, dass ich vielleicht anfange, so eine Bewegung mache von ich ankere das in meinen Körper und ich signalisiere meinen Körper, ich öffne mich für was Neues. Genau, und dann ankere ich das auch auf diese physische Ebene. Genau. Da kannst du halt einfach schauen, es gibt keine Regel. Vielleicht magst du lieber ein Bild assoziieren zu deiner Haltung oder zu deiner Ausrichtung. Und auch das einfach mal irgendwo aufzuhängen, als Erinnerung. Genau. Weil wir sind ja, es geht ja so schnell, dass wir einfach nochmal in unserem Alltag reinstolpern, nach den schönen Tagen oder nach den Weihnachtstagen, die wir vielleicht mit unseren Familien verbracht haben oder vielleicht mit Freunden oder vielleicht im Skiurlaub. Und dann kommt man zurück, dann geht der Alltag wieder los und sich manchmal diese kleine Pause zu gönnen, einen Moment innezuhalten, sich mit dem verbinden, worauf wir so wirklich Lust haben, vielleicht worauf wir uns sehnen, was für uns so richtig wichtig ist. Genau, sich immer wieder die Zeit zu nehmen. Ja, und so eine kleine Bewegung kann uns einfach immer wieder daran erinnern. Oder ich gehe mit dem Floh des Lebens wie einen kleinen Fisch. Ja, was auch immer dir einfällt, du wirst deinen Weg da finden, dein Bild, deine Vorstellung.
Und das, was sich bei dir zeigt, das wird genau das Richtige für dich und für jetzt sein. Und es kann auch immer wieder eine schöne Einladung sein, die wir auch mit unseren Freunden durchgehen oder mit der Familie, wenn wir zusammen sind, uns auch zu fragen, wie startest du in dieses Jahr? Hast du denn einen besonderen Wunsch? Genau, und darüber zu sprechen, sich auch damit zu zeigen, weil da ist ja auch was ganz Wertvolles und Heilsames drin, wenn jemand uns sieht mit dem, was für uns wichtig ist, dass wir da drin auch bezeugt werden. Das ankert das noch tiefer in uns, in unserem Feld, in unserem System, wenn wir sehen, da ist jemand da, die das gehört hat, dass es mir wichtig ist, mich vom Leben tragen zu lassen. Genau, und wenn ihr euch das traut und wenn ihr da Lust darauf habt, dann ja, mag ich euch da gerne einladen zu forschen und das auszuprobieren. Ja, und das kann auch einfach eine Inspiration sein, auch für eure Mitmenschen. Ja, gemeinsam hinzuschauen, gemeinsam zu forschen und zu reflektieren. Ja, genau. Und in diesem Sinn mag ich dich gerne einfach nochmal einladen, dass du für einen Moment deine Augen schließt. Genau, dass du ganz bewusst ein paar tiefen Atemzüge nimmst, einfach in deinem Rhythmus. Genau, und vielleicht magst du dich jetzt nochmal ganz bewusst mit deiner Intention, vielleicht deine Affirmation oder ein Bild verbinden, was gerade aufgeploppt ist. Und falls du merkst, dass da noch nichts ist, da einfach in Vertrauen zu sein, dass wenn du in diese offene Haltung bleibst, von du magst gerne das einladen, was für dich gut ist oder gut wäre. Und auch wenn das jetzt gerade nicht da ist, Vertrauen zu sein, dass es sich zur richtigen Zeit im richtigen Moment zeigt. Genau, und vielleicht ist schon eine Affirmation da oder ein Bild. Vielleicht hast du schon sogar eine Bewegung für dich gefunden, wo du sagst, oh ja, das passt gut. Genau, dann kannst du gerne diese Bewegung nochmal machen oder dir dich das einfach vorstellen. Genau, und in diesem Bewusstsein, dass du das jetzt gerne einladen möchtest oder mitnehmen möchtest. Aus dem letzten Jahr oder aus dem vergangenen Jahr, was dir gut getan hast, wo du weißt, dass es wichtig ist, dass du da für dich dran bleibst. Wie so eine Erinnerung von, ah ja, das stimmt, da möchte ich dranbleiben. Ich mag gern weiterhin öfters und regelmäßig laufen, weil das mein Körper, meine Seele gut tut, was auch immer da ist. Genau, und auch wenn es jetzt für dich stimmt, kannst du gerne zwei, drei tiefen Atemzüge nehmen, gern durch die Nase ein und durch den Mund ausatmen. Dann kannst du gerne deine Augen wieder öffnen. Vielleicht magst du dich einmal strecken, einmal ausschütteln. Und was auch immer bei dir da für ein Impuls da ist von deinem Körper, magst du dich durch die Hände reiben und das Gesicht streicheln. Ja, und was auch immer du dich wünschst für dieses Jahr oder mit welcher Haltung oder Ausrichtung du da
weitermachen möchtest, mag ich dir einfach wünschen, dass du dich immer wieder daran erinnern kannst und ja, dass du mit Freude und Leichtigkeit deinen Weg gehst und gehen kannst. Ja, ich sage einfach danke für eure Dasein, danke fürs drauf einlassen und gebe sehr gern den Ball rüber zu dir, Claudia. Ja, super. Vielen Dank, Megan. Es war sehr, sehr schön und du hast es wirklich sehr toll gemacht. Sowohl die kleinen Entspannungen, das Bewegen. Das habe ich mitgemacht mit dem Schütteln. Das fand ich echt sehr interessant. Das war mir auch gar nicht so bewusst oder wusste gar nicht, dass auch Tiere das so machen. Und klar, was in der Tierwelt gut ist, tut uns Menschen ja auch oft sehr gut. Und ja, toll. Also ich konnte auf jeden Fall auch sehr viel für mich mitnehmen. Vielen Dank dafür. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, dass du noch mal eine Sendung für uns machen wirst. Und danke an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, dass ihr dabei wart. Und ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Die nächste Sendung gibt es morgen bei uns mit Annika, das große Praxisimpuls-Quiz. Ich gucke mal gerade um wie viel Uhr. Um 14 Uhr morgen Nachmittag. Schaltet gerne noch mal ein. Ja, das war's von unserer Seite für heute. Ich sage Tschüss hier aus Trier. Tschüss, liebe Megan aus Rheinsfeld. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss zusammen.